So, Test, Test. So, hallo, da sind wir schon wieder, live on air. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Bauchtraining, das kennt ihr. Auch hier vertrete ich Anita, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Bianca, gebe ja auch Kurse im Enjoy, ganz normal, Cycling und Rücken. Ihr braucht eine Matte oder ein Handtuch, mehr nicht, also wo ihr euch bequem hinlegen könnt und was zu trinken vielleicht. Ich gebe jetzt noch mal eben kurz meine Nase schneuzen. Und dann komme ich sofort wieder. In der Zeit macht ihr es euch auf dem Boden. Nein, noch im Stehen. Ihr holt euch schon alles für das Training. Bleibt aber bitte noch stehen. Oder? Ach, ich weiß nicht mehr. Ihr wollt ja immer alle sofort sitzen, aber wir gehen rückengerecht runter. Es nützt nichts. So. Ich weiß nicht, ob jetzt viele andere auch sich noch dazu geschaltet haben. Wäre schön, wenn noch welche gesagt haben, ach Mensch, komm, Sport muss sein. Sport hält gesund und fit. Und deswegen mache ich jetzt auch mit. So, ich hoffe, jetzt können mich alle hören. Das Mikro ist nicht zu sehr im Weg bei mir gleich. Du gehst mal hinter deine Matte. Und atmest mal ganz tief durch die Nase ein, erstmal kurz ankommen und aus. So viel Zeit muss sein, nochmal einatmen. Und dann machst du mal einen weiten Ausfallschritt über die Matte und kommst dann auf dein Knie, nimmst das andere Bein dazu. Immer wenn du dich auf den Boden legst, sollte das so aussehen, rückgerecht. Nicht, dass wir noch Rückenschmerzen kriegen in dieser Zeit. Dann legst du dich auf den Bauch, auf den Rücken. Halt dich vorne fest und roll dich mal Wirbel für Wirbel ab. Gut. Du nimmst die Beine im 90-Grad-Winkel hoch. Der untere Rückenbereich liegt fest auf dem Boden. Natürliche Lordose. Ein bisschen Gegenrücken machen wir allerdings. Dann legst du die Hände seitlich neben deinem Körper, die Handflächen zeigen nach oben und du tippst mal mit den Beinen. Tippen, tippen, tippen. Und ein bisschen schneller. Jetzt wichtig, Bauch reinziehen, damit der Rücken hinten am Boden bleibt. Okay? Nimm die Hände an den Kopf und Oberkörper heben und senken. Hoch und tief. Hoch, tief, hoch, tief. Noch 4, 3, 2. Dann legst du dich wieder hin und tippst mit den Füßen. Tippen, tippen. Bauch wieder anspannen. Vielleicht tippst du mal ein Stück weiter. Die Beine etwas mehr ausstrecken. 8, 7, 6, 5, 4. Hände an die Schläfen, Beine halten, ab, down. Achte darauf, dass die Knie über der Hüfte sind. Okay, komm hoch und tief. 4, 3, 2. Letzte Runde, nochmal tippen. Geh zur Brust, die Schultern legst du schön tief ab. Bauch einziehen. Yes. Komm. Bisschen noch. 4, 3, 2. Letzte Runde. Hoch. Tief. Hoch. Nimm dir die Zeit, arbeite noch nicht so schnell. Dafür aber konzentriert und mit viel Kraft. Heben. Senken. Heben. Senken. Zwei hoch. Komm. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Nochmal. Hoch und tief.
hoch, tief, noch zwei Stück und einmal ablegen. Hände zeigen wieder lang ausgestreckt zur Decke und mal die Beine nach rechts und nach links schieben. Schieb die Arme etwas höher, vielleicht auf Schulterhöhe, tief, tief, ab, ab, tief, okay? Achte darauf, dass deine Schulterblätter auf dem Boden liegen. Auf eins. Tief ab. Tief ab. Für die queren Bauchmuskeln. Komm. Tief. Mach mal weiter. Mach weiter. Mach die Musik etwas lauter. Tief. Ab. Tief. Ab. Vier. Drei. Zwei. Eins. In der Mitte halten. Hände hinter den Kopf ziehen. Hip senken. Kopf ab. Down. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Drei. Zwei. Arbeite mal diagonal. Rechter Ellbogen geht zum linken Knie und umgekehrt. Mach dann, arbeite so, dass dein anderes Bein lang gestreckt wird. Diagonal. Komm. Achte darauf, dass du nicht nur den Ellbogen zum Knie schiebst, sondern die komplette Schulter. Oberkörper, Rotation. Ich zeige es mal hier oben. Rotation. Nicht den Ellbogen, okay? Soll in die seitliche, schräge Bauchmuskulatur. Bisschen schneller. Seit. Okay, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, in der Mitte halten. Schieb die Arme nach vorne, Handflächen zur Decke, Kinn zum Brustbein. Hoch, kleine, Minis. Wenn der Kopf zu schwer wird, stütz eine Hand, stütz mit einer Hand den Kopf. Jetzt. Hoch, hoch, 8, 7, 6, 5, 4, 3, umhalten und die Beine ran. Locker mal die Schultern, streck die Beine aus, atme tief ein, zieh die Arme nach hinten und atme wieder aus. Und dann komm mal auf die Seite. Jetzt. Unterarmstütz. Die Beine sind entweder angewinkelt oder lang. Wir beginnen mal lang. Wenn ihr merkt, das ist zu schwer, winkelt ihr sie an. Immer erst schwer probieren. Dein Ellbogen ist unter der Schulter. Hier keine Coach-Position, sondern lang bleiben, anmutig. Und heb mal den Po. Du kannst, wie gesagt, ein Bein anwinkeln oder beide. Versuch aber lang. Die Hüfte heben, senken. Heben, senken, hoch, tief, hoch. Für die seitliche Rumpfmuskulatur spürt ihr vielleicht später bestimmt. Zwei, eins, Achtung. Drei, zwei, ein hoch und wieder tief. Drei, zwei, eins und tief. Drei, zwei, eins, nochmal. Drei, zwei, letzte Runde Single. 8, komm, durchziehen, 7, 6, 5, habe ich euch schon gesagt, dass es Frühlingsbeginn? 2, 1, umhalten, Arm ausstrecken, durchatmen und dann roll dich mal nach vorne in den Unterarmstütz. Auch hier, wenn das zu schwer ist, nimmst du die Beine wieder enger. Kleinerer Hebel, leichtere Übung. Schieb dich nach vorne und nach hinten. Vor, rück. Vor, rück. Ja oder ja? Heb mal ein Bein dazu an. Rechts und links im Wechsel. Vor, rück. 7, 6. Wichtig ist, der Rücken ist schon gerade. Den Bauch schön reinziehen.
Kinn zur Brust, damit der Hals lang wird. Ohne Beine nur noch mal schieben. Die Beine absetzen ganz normal. Die letzten. 4, 3, 2. In der Mitte halten. Nochmal alles anspannen. Einmal die Knie ablegen. Und schieb dich einmal nach hinten. Kurz entspannen. Ah. Dann leg dich auf den Bauch. Wirbel zu Wirbel aufrollen. Und auf den Bauch. Kleine Rückeneinheit gegen Spielerbauch. Du legst die Hände hinter den Kopf, die Beine in Froschposition und hebst und senkst mal den Oberkörper. Wichtig ist, Kinn zu Brust. Denke mal dran, der Halswirbel sollte schön gerade sein. Hoch und tief. Hoch. Zieh den Bauchnabel rein, stell dir vor, zwischen Bauchnabel und Boden liegt eine Murmel. Die hat Platz dazwischen. 2, 1, oben halten. Löse mal die Arme in U-Halte. Beine schön in Froschposition ab. Abwinkeln. Und schieb den Oberkörper nach rechts und zur Mitte. Nach links und zur Mitte. Schneller. Rechts, Mitte, links. Mach weiter. Wichtig ist, der komplette Oberkörper wird zur Seite geneigt. Nicht die Arme. Oberkörper. Ja? Hier wollen wir hin. Seite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In der Mitte halten und nochmal heben und senken. 7, 6, 5, die letzten, 4, 3, 2, umhalten, die Arme einmal nach hinten ablegen, atme durch, zieh die Schulterblätter zusammen und los, einmal lockern, dann komm wieder hoch, auf den Po. Und wechsel mal die Seite, dreh dich mal so rum. Roll dich wieder ab. Beine 90 Grad, Arme nach vorne, Handflächen zur Decke. Und tippen. Tippen. Okay. Ja. Okay, diesmal ein bisschen schneller. 3, Hände an die Schläfe. Hoch und tief, hoch und tief. Die Beine bleiben im 90-Grad-Winkel, die Knie über der Hüfte. Der untere Rücken hat Bodenkontakt. Und du ziehst dich schön nach oben und legst dich wieder ab. Diesmal die Beine etwas weiter nach vorne tippen. Rücken hat Bodenkontakt. Hier immer schön die Spannung halten. Im Zentrum. 4, 3, 2. Nochmal hoch. Up, down. Hoch, tief. Hoch, tief. Hoch. 4 Stück noch. 4, 3, 2. Achtung, leg dich ab, die Arme auf Schulterhöhe und schieb die Beine nach rechts und links. Rechts und links. Genau. Die Handflächen zeigen zur Decke. Du hältst immer noch die Bauchspannung. Wenn du mit langen Beinen arbeiten willst, mach das. Längerer Hebel, etwas schwerer. Und nochmal. Seit, Mitte. Seit, Mitte. Bleib wieder hier. Komm hoch und tief. Hoch, tief. Hoch. Und wir arbeiten wieder diagonal. Rechte Schulter zum linken Knie und umgekehrt. Hoch, tief, mit dem Bein dazu. Los geht's. Ab, ab, hoch, hoch. Ha, ha. Noch 8, 7, 6.
Komm, durchhalten. 4, 3, 2, 1. Halten. Beine 90 Grad, Arme nach vorne. Und kleine. Wer will, stützt den Kopf wieder ab. 4, 3, eine Runde noch. Letzte Runde, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, halten und lösen, ablegen, einmal durchatmen, lang ablegen, zieh die Arme nach hinten, streck dich aus und nach vorne, auf die Seite, lange Beine oder gebeugt. Wie immer erst schwer versuchen. Ellbogen ist unter der Schulter. Komm hoch. Up, down. Heb die Hüfte hoch und wieder tief. Wer will, kann den Arm zur Decke heben oder abstützen. Dreier hoch, langsam. 3, 2, 1 und tief. 3, 2, 1 und tief. 3, 2, 1 und tief. Nochmal. 3, 2, Single. 8, 7, 6, 5, die letzte. 4, 3, durchhalten. Komm, zieh durch. Oben halten. Langer Arm. Und dreh dich. Puh. Stabil. Die Füße absetzen. Die Ellbogen. Gewicht verlagern. Vor, rück. Vor, rück. Stütz dich schön ab. Und heb ein Bein. Im Wechsel. Wenn du nach vorne gehst. Rechts und links. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einmal noch halten. Stabil bleiben. Komm, Bauch rein. Kinn zur Brust. 4 Stück noch halten. 4, 3, 2, die Knie absetzen. Oh, nach hinten schieben. Einmal durchatmen. Die 4 hin, sehr gut. Okay? Dann auf den Bauch kommen. Beine in Froschposition. Kurz mein Kabel richten. So. Die Hände hinter den Kopf legen oder an die Schläfe. Nochmal heben und senken. Heben, senken. Hoch, tief. Hoch. Wichtig ist, du bleibst hier in der Hüfte schön stabil. Deswegen sind die Beine etwas mehr geöffnet. Dann hast du hier mehr Stabilität. Und du hebst wirklich nur den Oberkörper ein Stück. Versuch die Schultern unten zu lassen. Spann den Bauch rein. Denk wieder an die Murmel, die zwischen deinem Bauchnabel passt. 2, 1, halten. Arm in U halten und dreh wieder den Oberkörper nach rechts und links. Rechts, links. Denk wieder dran, nicht die Arme schieben, sondern der Oberkörper dreht. Der Blick geht zum Boden. 2 noch, 1 und halten, die Arme mal zur Seite, nach hinten schieben, nochmal hochkommen, Kinn zur Brust, halten, Schultern zusammenschieben, halten und langsam lösen, locker. Komm hoch und roll dich noch einmal auf den Rücken.
Schön langsam Wirbel für Wirbel. Die Füße aufsetzen. Schultern ablegen. Nimm die Beine nochmal hoch. Ein Bein im 90 Grad, das andere Bein streckst du jetzt aus. Oberkörper heben. Und nur die Beine. Nach vorne und nach hinten. Versuch die Schultern vom Boden zu lösen. 4, 3, ein Bein bleibt vorne und heben, senken, heben, senken, hoch. Auch hier kannst du wieder eine Hand hinter deinen Kopf legen und den Kopf stützen. Hoch und hoch. 2, 1, wechseln. Hoch, tief, hoch. Wenn es zu schwer wird mit den Beinen, nimmst du beide Beine wieder ran, okay? Ansonsten lass es gestreckt. 3, 2, 1 und lösen. Beine heben. Ein bisschen mehr als 90 Grad. Kann auch gestreckt sein, muss aber nicht. Bequem. Jetzt hebst du mal den Popo so ein Stück an. So. Die Arme liegen wieder neben deinem Körper und die Handflächen zeigen zur Decke. Und so ein Stück anheben. Versuch hier ein bisschen fixiert zu bleiben. Das heißt nicht so mit Schwung arbeiten, sondern stabil bleiben. Du kannst dich mit den Armen etwas abstützen, das erleichtert das. Noch 8 Stück. Eine schöne Übung für die untere Bauchmuskulatur. 4, 3, 2, 1 und abstellen. Leg die Beine nach rechts ab und nimm deine Hände nochmal in den Nacken. Und nochmal heben. Du kannst jetzt einen Arm nach vorne zur Ferse schieben. Oder du kommst direkt hoch, das ist etwas schwerer hier. 4, 3, gleich kommen die Kleinen. 3 kleine oben, mini. 3, 2, 1, ab. Das ist eine schöne Übung für die schräge Bauchmuskulatur. Nochmal. 3, 2, 1, ab. 3, 2, 1, noch mehr, komm. 3, 2, 1, tief durchatmen. Komm, hoch, hoch, hoch. Einmal noch. 3, 2, eine Runde Single. Letzte Runde. 8, 7, 6, 5, 4, Ellbogen geöffnet lassen. 2, und einmal ablegen. Beine zur Mitte. Beine zur Decke. Popo heben. Gut. Auch hier wieder Schultern tief. Handflächen zeigen zur Decke. Und schieb den Popo. 7. Mit so wenig Schwung wie möglich. 3, 2, 1. Ablegen. Die Beine kippen zur anderen Seite. Hände wieder in den Nacken legen. Und heben und senken. Wenn es zu schwer wird, nimmst du eine Hand nach vorne und schiebst die Hand zur Öffnung zur Ferse. Up, down. Da geht noch was, oder? Dann kommst du durch. 3, 2, 3 kleine. 3, 2, 1. Fühl wirklich hier, wie die Kraft aus der schrägen Bauchmuskulatur kommt. Hoch, 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 okay, hoch, hoch. Noch mehr davon, muss sein, komm, Gleichberechtigung für beide Seiten. Hoch, hoch, nochmal. 3, 2, 1.
3, 2, Single! Komm, sieh! 7, 6, Ellbogen geöffnet lassen, vergiss das nicht! 4, 3, 2, 1 und lösen. Beine lang und du rollst dich noch einmal auf den Bauch. Gut, komm noch einmal auf die Unterarme. Stell deine Füße wieder auf. Schultern tief und komm wieder in diese Position. Plank Position. Tipp mal den rechten Fuß zur Seite und den linken. Auch das geht hier mit kleinem Hebel. Ja? Arbeite so, wie es für dich möglich ist. Seit Mitte, seit Mitte, seit Mitte. Bisschen schneller. Yep. Vier. Drei. Komm, Spannung halten, Bauch einziehen. Halten. Einmal öffnen. Zur Mitte und zur anderen Seite. Öffnen. Zur Mitte. Achte mal drauf, der ganze Körper dreht. Die Hüfte dreht nicht. Öffnen. Bleib wieder hier. Tippen. 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 4, 3, 2, öffnen. Öffnen. Wechseln. Öffnen. 4 tippen. 4, 3, 2, und öffne, Seite, öffne, und nochmal, 4 tippen, 4, 3, 2, 1, öffne, und nochmal, öffne, eine Runde noch, die letzte, 4, 3, 2, und Seite, Mitte, Seite, halten. Halten. Gehen zur Brust. Komm. Endspurt. 4, 3, 2 und ablegen. Super. Schieb den Po nach hinten. Atme tief durch. Arme vor. Komm Wirbel für Wirbel hoch. Mach den Rücken rund, Katzenbuckel und einmal lösen, durchhängen. Und nochmal rund, Katzenbuckel und lösen. Blick nach vorne, Blick zu den Knien und Blick nach vorne. Einmal noch, Blick zu den Knien und dann komm in die Gerade, setz dich nochmal ab. Schieb dich nochmal lang und dann leg mal deine Arme nach hinten ab. Schulter zurückschieben, einmal kurz Kopf ablegen, Schultern hängen lassen, tief durchatmen. Und dann kommst du mit der nächsten Einatmung Wirbel für Wirbel hoch. Atmest ein, schieb die Arme mal hoch. Nach hinten, schieb dich einmal zur Seite lang, wir dehnen mal so ein bisschen die seitliche Rumpfmuskulatur, die gerade viel gearbeitet hat, zur Mitte und zur anderen Seite dehnen und zur Mitte, komm hoch, locker die Schultern, ein Bein nach vorne absetzen, stütz dich ab und komm wieder hoch, sehr gut, das war's jetzt schon, halbe Stunde Bauch. Wir machen noch eine Dehnung für den Nacken. Dafür legst du die Arme hinter den Kopf und legst mal den Kopf nach vorne und lässt die Arme mal fallen nach vorne, ganz locker. Drück mal mit dem Kopf nach oben
Der Nacken wird meistens auch stark beansprucht bei den Rücken, bei den Bauchübungen, weil die Übung nicht immer so sauber ausgeführt wird, wie es sein sollte. Und dann kommen wieder hoch. Und entspannt euch jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht es euch gemütlich zu Hause und lasst es euch einfach nur gut gehen. Super, dass ihr dabei wart. Bis demnächst in diesem Theater. Merci, danke. So. Gut. Ich sehe jetzt hier leider nichts mehr auf diesem Bildschirm. Charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure, and a love so deep we cannot measure. Got a feeling most of treasure.